Weiterhin zum Thema freiwillige Helfer und Bezugspersonen. Bezugspersonen sind für uns alle wichtig. Es muss aber sichergestellt sein, dass ehrenamtliche Helfer auch verlässlich sind. Es könnten auch Angehörige mit in die Betreuungsaufgaben einbezogen werden. Wenn es darum geht, zum Beispiel Externes zu erledigen, wie Veranstaltungen, Arztbesuche oder sonstiges. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen mit der stadtteilbezogenen Nachbarschaftshilfe vernetzt wird. Weiterhin zum Thema freiwillige Helfer und Bezugspersonen. Bezugspersonen sind für uns alle wichtig. Es muss aber sichergestellt sein, dass ehrenamtliche Helfer auch verlässlich sind. Es könnten auch Angehörige mit in die Betreuungsaufgaben einbezogen werden. Wenn es darum geht, zum Beispiel Externes zu erledigen, wie Veranstaltungen, Arztbesuche oder sonstiges. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen mit der stadtteilbezogenen Nachbarschaftshilfe vernetzt wird. Weiterhin zum Thema freiwillige Helfer und Bezugspersonen. Bezugspersonen sind für uns alle wichtig. Es muss aber sichergestellt sein, dass ehrenamtliche Helfer auch verlässlich sind. Es könnten auch Angehörige mit in die Betreuungsaufgaben einbezogen werden. Wenn es darum geht, zum Beispiel Externes zu erledigen, wie Veranstaltungen, Arztbesuche oder sonstiges. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen mit der stadtteilbezogenen Nachbarschaftshilfe vernetzt wird. Weiterhin zum Thema freiwillige Helfer und Bezugspersonen. Bezugspersonen sind für uns alle wichtig. Es muss aber sichergestellt sein, dass ehrenamtliche Helfer auch verlässlich sind. Es könnten auch Angehörige mit in die Betreuungsaufgaben einbezogen werden. Wenn es darum geht, zum Beispiel Externes zu erledigen, wie Veranstaltungen, Arztbesuche oder sonstiges. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass Einrichtungen mit der stadtteilbezogenen Nachbarschaftshilfe vernetzt wird.